Hallo und herzlich willkommen bei Gantec Austria. Im heutigen Video geht es um etwas Besonderes, nämlich um das Marlin Modell 1895 SBL im Kaliber 4570. Wir haben hier eins der ersten Modelle aus der Ruger Baureihe. Das bedeutet, wir haben auch ein Mündungsgewinde, wo wir später für den Schusstest einen ATAC-Schalldämpfer montieren werden. Die Waffe kommt in der polierten Stainless-Steel-Ausführung mit Laminatschaft. Wir haben auf der Hinterseite ein weiches Recoil-Pad, um den Rückstoß etwas dämpfen zu können. Der Hahn hat eine seitliche Extension, um das Spannen zu erleichtern. Ins Röhrenmagazin passen 6 Schuss. Das bedeutet 6 plus 1, wenn man eine bereits in der Kammer hat. Der Verschluss ist geflutet. Das ist auch eins der Merkmale, woran man erkennt, dass es eine Ruger Made ist. Wir haben oben eine Go-String-Visierung. Das hintere Go-String ist in der Höhe und in der Seiten verstellbar. Wir haben zusätzlich eine durchgehende Picatinny-Schiene, auf welche ich das Hawk Enduros 1 bis 30 Red Dot montiert habe. Die Lauflänge beträgt 48,5 cm. Wie gesagt, jetzt mit Gewinde. Das Gewicht der Waffe ohne Anbauteile ist 3,3 kg und die Gesamtlänge ist 95 cm. Einige Unterschiede, um zu sehen, dass es sich hier um eine Ruger Made handelt. Mündungsgewinde, der Verschluss ist geflutet. Wir haben auf der Unterseite das typische Marlin Bullseye in Rot hinterlegt und den Reiter samt Pferd eingelasert. Auch an der Seriennummer kann man das erkennen. Diese beginnt mit RM für Ruger Made. Und nun zum Schusstest.